Kurzer Rückblick über die bisherigen Webinare, die ihr auch auf dem YouTube-Channel von Vectorworks Deutschland oder Vectorworks Deutsch eben nachschauen könnt. Im ersten Webinar haben wir in 2D gearbeitet, im dritten Webinar das Ganze in 3D umgebaut und dann im letzten Webinar vergangene Woche haben wir dann mit Wandschalen unseren Entwurf schon mal ansatzweise weitergebaut. Was werden wir heute tun? Heute möchte ich euch ganz gerne zeigen, wie ihr in euren Entwurf die Vectorworks-Bauteile, und zwar die Fenster und Türen, einbauen könnt, um damit eure Ideen für den Entwurf passend darzustellen. Dazu möchte ich euch ganz gerne die einfache Wand zeigen, die einfache Tür, die komplette Tür, das einfache Fenster und das komplette Fenster. Hier muss natürlich Tür stehen, das bitte ich einmal zu entschuldigen. So, also einfache Tür, komplette Tür, einfaches Fenster und das komplette Fenster. Kurze Wiederholung zum Teil 1 vom allerersten Webinar, da ging es darum, was Klassen-, Konstruktionsebenen und Layout-Ebenen sind. Die Klassen, damit definiert man die grafischen Attribute von den Bauteilen, die man zeichnet. Auf den Konstruktionsebenen modelliert man dann oder baut man, zeichnet man, und auf den Layout-Ebenen stellt man die Sachen dann dar. Teil 2, nochmal als Input ganz kurz, was gemacht wurde. Wir haben Objekte reingeladen, haben dann mit 2D-Befehlen gezeichnet und dann eben zum Beispiel mit dem Befehl verschneiden dann die 2D-Objekte bearbeitet. Das Ganze geht natürlich dann auch für 3D. Also wir haben Objekte in 3D modelliert mit verschiedenen Befehlen, dann in 3D bearbeitet. In der vergangenen Woche haben wir Wände zusammen angelegt. Da gab es auch die einfache Wand, mehrschaltige Wände, Wände aus Zubehör, runde Wand und die dann eben bearbeitet. Heute geht es jetzt darum, wie kann man die Vectorworks-Bauteile, Vectorworks-Türen, Fenster so nutzen, dass man eben seine Ideen passend einarbeitet. Die Datei bekommt ihr wie immer zugeschickt. Wenn ihr Fragen habt, am besten einfach aufschreiben. Ich versuche dann am Schluss alle Fragen zu beantworten. Als allererstes möchte ich euch einmal zeigen, was ich schon mal vorbereitet habe. Ich habe aus der Wand, die wir im vergangenen Webinar erstellt haben, habe ich einmal den Grundriss nachgebaut aus unserem Entwurf, den wir zu Beginn einmal hatten. So, mit dem Wandtyp, den wir im vergangenen Webinar erstellt haben. Und da habe ich jetzt schon mal die Türen und Fenster eingesetzt als beispielhafte Objekte. Die Türen und Fenster findet ihr in der Werkzeuggruppe im Bereich Architektur. Und unter den Wänden kommt dann auch relativ schnell der Befehl Fenster und der Befehl Tür. Wenn ihr auf die Tür klickt, damit fangen wir jetzt einmal an, seht ihr, dass es wieder mehrere Möglichkeiten erstmal hier oben gibt zu diesem Menübefehl. Und zwar einmal das Einfügen, dann Einfügen in Bezug auf Referenzpunkt, dann Einstellungen kopieren, Einstellungen übertragen und dann gibt es die einfache Tür und die komplette Tür. Dazu gibt es dann noch einmal aktualisieren, den Befehl habe ich bisher noch nie genutzt und dann gibt es wie immer auch die Möglichkeit, eigene Vorgaben aus der Vectorworks-Bibliothek zu ziehen. Also es gibt Rahmentüren, Schiebetüren, Seitenlicht, Oberlichter und Zagentüren. Genau, also die könnt ihr auch wählen und nachträglich bearbeiten. Ich möchte euch jetzt als erstes einmal die einfache Tür zeigen. Und zwar wähle ich dazu den Befehl einfache Tür, gehe in den Grundriss und setze die Tür jetzt einfach. Ich gehe mal, ihr seht schon, sobald ich mit dem Mauscursor über eine der Wände gehe, wird die Wand automatisch rot markiert. Das heißt, er kennt ihn, sobald ich einmal reinklicke, platziert er die Tür. Wenn ich die Tür jetzt anklicke, sehe ich, okay, das ist eine Tür in Wand. Ich habe im Vorfeld schon eine Klasse erstellt, wie immer in den Bauteilen, in den Reitern 04 Bauteile Fenster und ich packe die mal gerade in die Klasse 04 Bauteile Tür. Das ist einfach nur eine Klasse, ich gehe mal auf Bearbeiten, mit einer weißen Füllung, da muss auch nichts anderes zugewiesen werden. Es geht nur darum, dass die Tür weiß, okay, ich bin in der Klasse Tür und ich kann jetzt zum Beispiel, sobald ich diese Klasse ausschalte, alle Türen ausschalten. Fenster sind noch drin. Türen sind ausgeschaltet. So,
Es hat den Vorteil, dass ihr dann später zum Beispiel auch die Elemente auslesen könnt. So. Wenn ich mir die Tür in 3D jetzt einmal angucke, dann sehe ich erstmal noch nicht so viel. Die Tür sitzt einfach so drin. Da habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann zum einen kann ich die Tür spiegeln. Das kann ich sowohl in einer 3D-Perspektive als auch im Grundriss machen. Also ich kann sagen, spiegeln. Dann seht ihr schon, dass die Tür sich in der Wand drin spiegelt. Im Grundriss wird es ein bisschen eher klar, wenn man sieht, wie der Aufschlag eben geht. Spiegeln. So. Also damit definiert ihr die Öffnungsrichtung. Ich gehe nochmal in 3D. Dann habt ihr eben noch die Möglichkeiten, die Breite und die Höhe zu ändern. Also ich kann jetzt als Breite auch 2,1 Meter eingeben. Mit dem Enter bestätigen oder in die nächste Zeile klicken. Dann seht ihr, dass sich die Tür automatisch anpasst. Und sich das Ganze in 3D als auch in 2D verändert. So. Ich mache die mal wieder auf eine Spielbreite von 1,01. So. Dasselbe geht natürlich auch für die Öffnungshöhe. Ich kann hier genauso gut 2,3 eingeben und dann passt sich die Tür an von Höhe. So. Was man jetzt nochmal einstellen kann, ist zum Beispiel auch Linksband innen oder Rechtsband, Linksband außen. Das ist jetzt dasselbe Effekt, wie als wenn ich die Wand spiegel. Also wenn ich die Tür spiegel, ihr seht, dass sich der Aufschlag dann anpasst. Anzeigeart meint in dem Fall, ob es nur eine 2D-Tür ist. Ihr seht, die Tür ist immer noch Tür in Wand, aber sie wird nur in 2D dargestellt. Ich kann auch sagen 2D und 3D. Ich kann das Ganze auch, dazu muss ich sie aber mal nicht aus der Wand rausnehmen, so als Ansicht 2D zeigen und dann wird sie mir eben in 2D angezeigt. Das heißt, die Ansicht der Tür. So. Das Tolle an der einfachen Tür ist, mit diesen Grundparametern, also Länge, Türbreite und Öffnungshöhe, könnt ihr eigentlich schon relativ viel definieren, ohne dass ihr 1000 Parameter einstellen müsst. Was ihr da jetzt für die Einstellung in 2D, reicht das ja meistens so. Was ihr dafür jetzt noch ergänzen könntet, ist zum Beispiel die Zarge. Sobald ihr die anklickt, seht ihr, dass sich die Tür etwas grafisch verkleinert, weil hier ein Raum dazwischen kommt. Und das meint in 3D eben diese Zarge, die einmal um die Tür herumgeht. Ich mache den nochmal weg, nochmal rein. So, ihr seht, über den Befehl habe ich meine Zarge erstellt. Und ich kann in 3D auch eine Klinke einfügen. Einfach per Bool. Genau. Ich kann jetzt hier noch die Zargenbreite definieren. Ist aber eigentlich für die normale Arbeit im Alltag reicht eigentlich auch die Standarddicke. So, das ist jetzt die einfache Tür. Die kann ich jetzt noch weiter bearbeiten, gerade wenn ich auch die Darstellung, also die Attributen verändern möchte, also die grafische Einstellung. Das kann ich machen unter Bearbeiten. Öffnet sich ein neues Fenster. Da sehe ich noch einmal die Reiter, also Grundwerte. Das sind die wir hier auch schon aufgefunden haben. Dann gibt es noch die Attribute in 2D. Die Attribute in 3D. Was man hier ebenfalls einstellen kann, ist zum Beispiel auch nur Wandöffnung. Das heißt, ihr habt einen Durchbruch in der Wand drin. Ich gehe nochmal auf Bearbeiten und sage, ich möchte natürlich nicht nur eine Wandöffnung. Genau, und detaillierter Aufschlag. Klicke ich einmal auf OK. Dann wird sogar das Türblatt noch angezeigt in 2D. So, wenn ihr jetzt das Ganze ein bisschen noch aufwerten möchtet, könnt ihr unter den Attributen 2D oder könnt ihr auch noch das Blatt sogar in 3D öffnen. Also Blatt in 3D steht momentan geschlossen. Ihr könnt jetzt auch sagen außen, also offen außen. Okay. Und dann, ich habe mich jetzt verklickt, muss doch offen innen sein. Und dann wird die Tür in 3D sogar grafisch ganz leicht geöffnet. So. Wenn ich jetzt aber möchte, dass die Tür zum Beispiel in Holz ist, kann ich das ganz einfach erledigen, und zwar über die Attribute. Also ich gehe nochmal auf den Button Bearbeiten und kann dann wählen zwischen Attribute 2D und Attribute 3D.
Attribute 3D sehe ich jetzt einmal, kann ich einstellen für das Blatt, für die Zarge und für die Klinke. Gerade für einen normalen Hausbau oder für normale Türen reicht das eigentlich vollkommen. Ihr werdet gleich sehen, die kompletten Türen, die sind deutlich komplexer, was die ganzen Einstellungen angeht. Deswegen kann ich nur empfehlen, auch ruhig bei einfachen Türen bei diesen zu bleiben. Genau, ich stelle jetzt einmal quasi das Blatt ein und dafür schaue ich einmal, ob ich schon unter den Materialien, habe ich schon eine Klasse Holz angelegt, das ist super. Ich wähle jetzt aber nochmal eine neue Klasse und zwar 05-Materialien und die nenne ich jetzt Türholz. So, da weise ich jetzt einmal eine Farbe zu und zwar dunkleres Braun. Okay, jetzt empfehle ich, das überall einmal einzustellen. Sobald ihr eine Tür einmal ordentlich habt, habt ihr keine Probleme mehr damit. Falls sich mal später was ändert, also einmal unterm Blatt, dann alle Sachen auf Klasseneinstellungen eben ändern. Unter der Zarge kann ich jetzt genau einfach wieder auch die Klasse Türholz auswählen. So Klassenstil, Klassenfarbe, Klassenstil, Klassenfarbe. Das macht man halt einmal und speichert sich die dann eben ab. Also ihr seht, jetzt hat sich schon automatisch, jetzt haben sich automatisch die Farben der Tür geändert. Ich kann die jetzt nachträglich, sobald ich über die Klasse Türholz bearbeiten gehe, kann ich die einfach umstellen, vielleicht wieder ein bisschen heller machen, klicke ich auf OK. Also über die Klasseneigenschaften und schon ändert sich auch die Farbe in 3D. Was ich hier jetzt vergessen habe, ist noch die Klinke. Die Klinke lege ich jetzt einfach auch eine neue Klasse an, 05. Materialien, die nenne ich hier zum Beispiel Alu für Aluminium. So. Der gebe ich jetzt auch einfach erstmal eine Grauton als Farbe. Klicke ich auf OK und sage hier auch, alle Einstellungen sollen Klassenstil sein. Das ist am Anfang immer, wenn man die erste Tür macht, relativ aufwendig, aber sobald ihr es eben einmal habt, habt ihr keine Probleme mehr. So. Später. Jetzt ist diese Tür in 3D fertig, deklariert von den Attributen, aber in 2D noch nicht. In 2D, ich wechsle nochmal den Grundriss, seht ihr ja, dass hier jetzt verschiedene Linien oder dass die Tür verschiedene Linien eben hat und die momentan alle die gleiche Stärke haben. Da würde ich empfehlen, das, um das grafisch aufwertender zu machen, zu verändern. Und zwar fange ich an mit dem Aufschlag. Ich muss mal kurz schauen, ob ich in den letzten Webinaren schon einmal eine Klasse angelegt hatte für den Bereich Layout. Da hatte ich momentan nur Farben angelegt. Das heißt, ich lege jetzt auch einmal eine neue Klasse an und zwar nenne ich die mal 10 Layout-Linien und da gibt es dann Hauptlinien und Nebenlinien und ich fange jetzt einmal an mit der Nebenlinie oder mit der Hauptlinie 1. Mit der Hauptlinie 1 klicke ich auf OK. Die Hauptlinie ist als Füllung leer und als Stiftattribute eine schwarze Linie mit 0,35. Also das ist eine dicke Linie. Ich zeichne die auch gerade einmal in der passenden Klasse. Ich wähle die Linie aus. So. Um jetzt zu sehen, wie diese Dicke der Linie tatsächlich aussieht, könnt ihr hier oben, gibt es einen Button mit einer Lupe und einer Linie. Sobald ihr da draufklickt, dann seht ihr, dass sich die Linien stärken, grafisch, dass die sich der Klasse eben anpassen. Sobald ich das ausstelle, ist es zur einfachen Verarbeitung, ist die Linienstärke wieder überall gleich stark. So, die dupliziere ich mir jetzt einmal. Nenne die jetzt H2 für meine Hauptlinie 2. Die ist jetzt aber nur 0,1 stark. Ich kopiere die mir mal einmal darunter. Das ist jetzt H2. So, dasselbe mache ich jetzt nochmal. Arbeiten. Und diesmal ist es keine Solid-Linie, sondern eine Linienart. So.
H3. So. Und dasselbe mache ich jetzt auch nochmal als Nebenlinien. Also meine Hauptlinien sind schwarz, meine Nebenlinien, die sind jetzt grau. Das heißt, ich kann mir die drei einfach kopieren. Also auswählen und sagen, duplizieren. Jetzt steht hier H4, H5, H6. Und die benenne ich jetzt einmal um in N1. Jetzt muss ich hier noch einmal die Farbe in grau umändern. Okay. So, die H5 bearbeite ich jetzt auch nochmal schnell in N2. Also für Nebenlinie 2. Und dann gibt es nochmal die letzte. So, die packe ich mir jetzt auch in N3, auch in einem Grauton. So. Ich kopiere mir das noch einmal gerade, damit ihr seht, was für ein Unterschied das jetzt ist. Das ist jetzt die N1. Das ist die N2. Und das ist die N3. So. Das heißt, ich habe jetzt einmal eine Auswahl an Linienstärken und Farben, je nach grafischer Darstellung, also je nach grafischer, je nachdem, wie ich es grafisch darstellen möchte. Und jetzt kann ich in der Klasse eben aussagen, bearbeiten, Aufschlag 2D, möchte ich jetzt, dass er die Attribute der Klasse N3 nimmt. Jetzt sage ich wieder Klassenstil zuweisen, Klassenfarbe, Klassendicke. So, klicke ich auf OK. Und jetzt übernimmt er automatisch die Öffnungslinie. Übernimmt er automatisch, also vom Ausschlag die Linie, übernimmt er automatisch aus der Klasse. Was man da auch machen kann, ist, was vielleicht für die Benennung der Klassen sogar noch einfacher ist, dass man sagt, unter den Linien erzeugt man eine neue, und zwar ist das die 10 Layout Linien und dann Öffnungslinien. So. Das macht sogar tatsächlich noch mehr Sinn, dass man sagt, okay, man erstellt sich eben eine Klasse für Öffnungslinien im Grundriss, der weist man dann einer Farbe und einer Klasse zu. So. Jetzt ändere ich das gerade in der Klasse auch einmal um. Sagt, der Aufschlag soll eben jetzt nicht die N3 sein, sondern Linien, Öffnungslinien, so, dass wir die Attribute bekommen, weil dann kann ich später darüber dann alle möglichen Aufschläge dann definieren. Das Blatt packe ich jetzt einmal in die Klasse Layout Linien. Das ist jetzt eine H2-Linie, also eine durchsichtige. Jetzt sage ich hier auch überall einmal Klassenstil zuweisen, Klassendicke, Klassenstil. So, klicke ich auf OK. Und jetzt wird das nämlich in einer schwarzen Linie angezeigt. Und die Zarge, die würde ich empfehlen, einmal nochmal eine Stufe höher zu machen, also entweder auf 0,35 oder vielleicht sogar in 0,1. Zarge packe ich aber jetzt auch einmal in die Klasse Layout Linien H2, Klassenstile zuweisen, Klassenfarbe, Klassendicke. So. Und schon habt ihr eure erste einfache Tür gebaut, die grafisch jetzt so angezeigt wird, wie ihr es über die Klassen definiert. Die einfache Tür hat den Vorteil, dass ihr relativ schnell die Türen kopieren könnt. Ihr könnt damit hunderte Türen in einer Datei haben, ohne dass ihr Probleme mit der Größe bekommt, weil die einfach viel, viel weniger Parameter und damit auch Daten angehängt hat. Und es ist auch für die Bedienbarkeit deutlich einfacher, mit dieser Tür zu arbeiten, solange es sich tatsächlich nur um so eine einfache Türgeometrie handelt. Also sobald ihr zum Beispiel wie hier Oberlicht habt oder eine Doppeltür oder die Tür anders veranlagt ist, also zum Beispiel eine Schiebetür, dann macht es doch Sinn, mit der kompletten Tür zu arbeiten. Und da könnt ihr entweder sagen,
Ihr nehmt die Tür und sagt, Tab bearbeiten, in komplette Tür umwandeln. Oder ihr geht unter der Tür, nehmt den Befehl komplette Tür. Schon mal kurz, dass ich auch wieder in der Klasse Tür mich befinde, Bauteile Tür. Und jetzt setzt ihr die Tür auch wieder einfach in die Wand rein. Seht schon, die wird jetzt direkt schon ein bisschen anders angezeigt. Sobald ich die Tür anwähle, habe ich hier vorne auch wieder meine Türbreite, Öffnungshöhe. Hier dann sogar schon die Türart. Kann ich wählen zwischen Durchbruch, Rahmen, Zarge, Futter und Verkleidung, Schiebetür, Pfostenriegel, also Tür für Pfostenriegelfassade, nur Wandöffnung. Und dann habe ich auch noch die Form für eckig und rund. Kann ich vielleicht einmal in 3D zeigen, was das meint. Also Durchbruch wäre einfach nur ein Türrahmen jetzt in dem Fall. Dann eine Rahmentür. Das meint, dass das Türblatt in einem Rahmen drin sitzt. Gerade bei Eingangstüren ist das eher häufiger der Fall. Dann haben wir eine Zargentür. Das bedeutet, dass ein umgehende Zarge dargestellt wird und da drin dann der Türrahmen sitzt. Dann gibt es Futter in Verkleidung. Damit habe ich bisher noch nie gearbeitet. Ich arbeite meistens mit der Rahmen oder mit der Zargentür. Dann gibt es noch die Schiebetür. Ihr seht, dass die Tür, dass das Türblatt jetzt viel weiter hinten sitzt. Da kann man gleich auch noch viel mehr einstellen. Das zeige ich euch auch. Für Pfostenriegelfassade klicke ich jetzt nicht drauf. Gehe ich nicht drauf ein. Vielleicht zum anderen Thema nochmal. Und dann nur die Wandöffnung, also dass man da einfach ein Loch drin hat. So, ich wähle jetzt einmal die Rahmentür, die Zargentür aus. So. Und wähle als Form jetzt auch einmal rund, dass ihr seht, was man da jetzt quasi einstellen kann. Also die runde Tür und das ist die eckige. Unter Bearbeiten gibt es jetzt einmal die Basiseinstellung als Reiter und die weiteren Einstellungen. Unter den Basiseinstellungen findet ihr wieder die Vorgaben. Also hier könnt ihr wieder wählen zwischen den Typen aus der Vectorworks-Bibliothek. Dann könnt ihr das Ganze auch über einen Stil definieren. Und hier könnt ihr jetzt sogar eben sagen, bei der kompletten Tür soll die Türbreite, die Breite außen sein, die Innen- oder die lichte Breite. In der Regel benutze ich immer die Breite außen, damit dann das Mauerwerksmaß, damit kann man dann eben auf den Rohbauöffnungsmaß eingehen. Dann kann man sagen, auf welcher Höhe die Türblattunterkante sein soll, wie die Öffnungshöhe sein soll. Per Öffnungshöhe seht ihr jetzt, dass hier sogar ein Fußbodenaufbau schon mit dargestellt wird. Und es ist so, dass auf dem Bau später, ich zeige euch das einmal anhand von dieser Tür, wenn ich den Fußbodenaufbau einmal wegblende, so, das ist mein Fußbodenaufbau. Ich packe den jetzt mal in die Klasse Fußbodenaufbau, da wo er auch reingehört. Dann seht ihr, dass ich hier einmal meine Geschossdecke in 3D drin sitzen habe. So. Ich schaue mal gerade in 3D mir das Ganze an. So, ich habe einmal meine Geschossdecke, die sitzt hier drin, das ist die untere. Und darüber kommt dann ein Fußbodenaufbau. Jetzt ist es aber so, dass die einfache Tür in Vectorworks das nicht berücksichtigt. Also mit der einfachen Tür habt ihr hier immer diesen Buckel, die Unterfahrt nennt sich das. Und die baut man in echt niemals, weil es macht ja gar keinen Sinn, da was hinzubauen, wenn die Unterfahrt da hinzubauen macht. Macht einfach keinen Sinn, weil ja gerade auch im Fußbodenaufbau auch vielleicht Rohrleitungen noch lang gehen für eine Fußbodenheizung etc. Und dafür gibt es eben in Vectorworks die komplette Tür und in der kompletten Tür gibt es den Befehl Öffnungshöhe. Und da könnt ihr nämlich jetzt in der Öffnungshöhe eingeben, auf welcher Höhe oder über welche Höhe sich jetzt die einzelnen Werte beziehen. Und zwar gibt es da einmal die unterkante Türblatt, das bedeutet, das ist diese Höhe vom Türblatt. Da wähle ich immer die Ebene Basishöhe aus und kein manueller Abstand. Dann die unterkante Rahmenzarge, die ist in der Regel auch
immer auf der Innenbasishöhe. Und jetzt kommt nämlich die unterkante Wandöffnung. Die ist jetzt eben auf der Ebenenbasishöhe minus den Fußbodenaufbau, also bis zur Geschossdecke hin. So. Wenn man später im 3D-Modell komplett arbeitet, kann man auch eben, also wenn man mit Geschossen arbeitet und das Ganze BIM-fähig macht, dann kann man hier auch direkt Referenzhöhen angeben, wie zum Beispiel Oberkante Fertigboden und Oberkante Rohboden. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, deswegen habe ich den manuellen Abstand einfach selber berechnet. Das ist in dem Fall die 0,18, also das ist der Teil, der jetzt hier eben über den Fußbodenaufbau als einzelne Schicht dazugerechnet wird. So. Genau. Als nächstes kann ich dann hier auch nochmal auswählen, welche Art von Tür ich haben möchte, dann wie die Tür geöffnet sein soll. Dann kann ich hier nochmal die Klasse definieren und die Anzeigeart, ob ich es im Schnitt haben möchte oder Ansicht 2D oder 2D und 3D eben. Genau. In einem Vorschaureiter kann ich mir dann wieder ganz normal anzeigen lassen. Oder hier wird einem angezeigt, wie die Tür aussieht. Ich kann dann hier nochmal wählen zwischen Draufsicht oder 3D Außen, 3D Innen, Schnitt und Ansicht. Genau, ich mache nochmal 3D Innen. Unter den weiteren Einstellungen kann ich eben jetzt definieren. Ich habe vorher hier die Zarge ausgewählt. Das heißt, der erste Reiter, der mir hier der gezeigt wird, ist auch eben die Zargeneinstellung. Hätte ich da eine Rahmentür gewählt, würde dort Rahmen stehen. Und unter den Zargeneinstellungen kann ich jetzt wählen, wie die Zarge in der Wand drin sitzt, also wie sie dargestellt wird. Ohne eine Darstellung mit einer Linie, wie bei der einfachen Tür, mit einer Linie, die weiter rausgeht, dann mit einer Linie, die Ecken bekommt auf beiden Seiten oder nur auf einer Seite, oder ob ich die komplette Zarge tatsächlich auch dargestellt haben möchte in 2D. Ihr seht schon, hier gibt es dann wieder ganz viele Möglichkeiten, die man einstellen kann, die einen vielleicht auch am Anfang überfordern, die man vielleicht auch tatsächlich in der Entwurfsphase Maßstab 1:100 noch gar nicht braucht. Deswegen arbeite ich ganz oft mit der einfachen Tür im Maßstab 1:100 und erst wenn es dann Maßstab 1:50 geht, gehe ich dann in die komplette Tür. Ich wähle da jetzt mal einfach diese Zarge aus mit sogar einem kleinen Abstand nochmal drin. Hier kann ich jetzt über die ganzen Parameter noch verschiedene Einstellungen machen, wie weit das Türblatt wie noch entfernt verschoben werden soll, einmal in 2D und dann auch nochmal in 3D. Was meint das? 2D ist, wie das Ganze im Grundriss funktioniert. Also das ist der Anschluss an die Wand im Grundriss. Das ist der Anschluss an die Wand im Schnitt nach oben hin. Also hier liegt der Sturz drauf. So, klicke ich auf OK. Seht schon, es wird jetzt in 2D direkt übernommen. Der nächste Reiter ist die Tür. Das heißt, hier kann ich alle Einstellungen für die Tür vornehmen. Ich kann sagen, wie das Türblatt dargestellt werden soll. Keins, schematisch, in der Linie oder Standard, einfach als komplettes Türblatt. Dann kann ich wählen, ob das Türblatt in 2D überhaupt angezeigt werden soll. Den Öffnungswinkel, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur 50 Grad eingebe und auf OK klicke, dann seht ihr, dass die Tür nur 50 Grad hier geöffnet wird. In der Regel sollte man aber immer den vollen Aufschlag wählen, damit man sieht, eben ob die Tür vielleicht mit Möbeln oder Bauteilen zusammenschlägt, kollidiert. Genau, und beim Aufschlag kann ich jetzt nochmal wählen zwischen detailliert, also dass die Tür sogar mit aufgeschlagen wird. Standard ist einfach nur eine Linie, vereinfacht ist mit einer Linie und dann eben nicht der Kreisbogen, sondern als Dreieck, dann schematisch nur eine Linie. Ich arbeite da meistens mit der Linie und dem Kreisbogen. Das finde ich jetzt persönlich am angenehmsten. Und in 3D kann ich jetzt auch nochmal einstellen. Also 2D ist wieder, wie es im Grundriss dargestellt wird. Und in 3D kann ich jetzt noch einstellen, ob ich für das Türblatt
eine Klinke haben möchte, also einen Türgriff, kann ich jetzt wählen zwischen keinem, Klinke innen, Klinke außen oder Klinke innen, Knauf außen oder unter Spezial. Und unter Spezial kann ich mir jetzt Beispiel bei der Klinke, okay, da kann ich hier dann, wenn ich das Symbol, also ich kann hier wählen zwischen den standardmäßigen oder ich kann Symbol auch wählen, dann kann ich mir ein eigenes Symbol zum Beispiel wählen, also entweder aus der Datei, also aus der jetzigen Datei könnte ich mir auch einen Baum zum Beispiel reinlegen, aber ich kann auch eine Klinke in 3D modellieren und die dann eben als Symbol speichern und hier dann eben einbinden. So, ich klicke nochmal auf Klinke, so, okay. Ich benutze dafür zum Beispiel immer Klinke innen, Klinke außen. Das braucht nicht viel Berechnungszeit. Sieht aber optisch auf den ersten Blick doch gut aus. Und dann kann ich eben noch wählen, ob das Türblatt offen oder geschlossen sein soll, also nach innen oder außen. Und den Öffnungswinkel, also 30 Grad. Das meint jetzt die 3D-Darstellung. Das heißt, ich klicke mal auf OK, klicke nochmal auf OK. So, ihr seht, die Tür ist hier drin und in 3D ist sie jetzt aufgeschlagen, aber in die falsche Richtung. Das heißt, ich muss nochmal auf Bearbeiten gehen und kann unter der Tür sagen, nach innen soll es nach außen aufgeschlagen werden. So, auf OK. Jetzt wird die Tür nach außen aufgeschlagen. Der nächste Reiter, den ich einstellen kann, ist die Form. Und unter der Form kann ich jetzt eben sagen, ob es oben eine eckige Form sein soll oder eine runde. Ich kann hier die Größe einstellen von dem Radius. Dazu ist wichtig zu wissen, dass dieser Wert maximal hiervon die Hälfte sein kann. Also er kann hier maximal einen Kreisbogen berechnen, und also einen Halbkreis. Alles, was darüber hinausgeht, funktioniert nicht. Da gibt euch Vectorworks eine Fehlermeldung. Ich lasse ihn jetzt mal auf eckig. So, klicke auf OK. Der nächste Reiter ist Schwelle und Sturz. Was meint das? Das meint, in 2D gibt es einmal in Außenkammern wählen zwischen, gibt es wieder ganz viele Möglichkeiten, ja, wie das Ganze eben dargestellt wird. Also die Schwellenkante, also wo hat die Tür eine Schwelle? Damit habe ich bisher aber noch gar nicht gearbeitet. Was man noch machen kann, ist, dass man sich die Sturzlinien anzeigen lässt von der Wand eben. Okay, aber damit arbeite ich eigentlich auch eher weniger, und das ist auch in der Regel nicht so oft, dass das vorkommt. Was man dann noch machen kann, ist die Türblattfüllung. Was meint das? Momentan habe ich ein geschlossenes Türblatt. Wenn ich ja zum Beispiel möchte, dass da eine Glasscheibe noch reingeht, kann ich einfach sagen, Türblattfüllung 1. Und ihr seht schon, mir wird hier meine Tür angezeigt. Und jetzt kann ich hier definieren, wie groß diese Türblattfüllung sein soll. Also ich kann wieder Abstände einstellen. Ich kann sogar noch Sprossen einstellen, alle möglichen Richtungen. Ob man das braucht, ist immer jedem selbst überlassen. Ich lasse es, ich mache mal vielleicht doch noch welche rein, dass man es sieht. Klicke mal auf OK, klicke nochmal auf OK. Und ihr seht, dass das Türblatt eben jetzt eine Öffnung drin hat. Die Türblattfüllung an sich ist ein Glas, das sieht man jetzt, es wird über die Klasse definiert. Kann sein, dass da jetzt auch noch eine Standardeinstellung mit drin ist, da schaue ich jetzt gleich einmal rein. Ist nämlich der nächste Reiter, den ich euch zeigen möchte, unter den Attributen könnt ihr jetzt zwischen den 2D, 3D, Ansicht 2D und Vertikalschnitt 2D Darstellung unterscheiden. Hier könnt ihr unter 2D, wie auch eben bei der einfachen Tür, alle Darstellungen für 2D regeln. Hier könnt ihr alle Darstellungen für das 3D regeln. Ihr seht schon die Türblattfüllung in 3D. Hatte ich schon mal irgendwann in die Klasse 05 Materialien Glas gelegt. Das heißt, es hat darüber schon die Attribute übernommen. Die Michelle hatte eben mal gefragt, wieso ich die Attribute dann nochmal über die Klassenmaterialien definiere und nicht allgemein über die Klasse Tür.
Das hängt damit zusammen, dass das ist aber auch nur meine persönliche Einschätzung oder mein persönliches Arbeiten. Ich arbeite ganz gerne immer in Bauteilen, Materialien und eben in der Darstellung. Also Bauteile da drin sind einfach nur die Bauteile als Datenstruktur hinterlegt. Also das heißt, alle Türen liegen in der Klasse Tür. Darüber möchte ich gar nicht arbeiten, weil eine Tür oder auch ein Fenster kann so viele Darstellungen eben haben. Also die ganzen Bauteile einer Tür oder eines Fensters können eben ganz viele verschiedene Darstellungen haben, sei es über die Materialität oder ja, eben den Aufschlag, den ich eben gezeigt hatte. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, eben einen Reiter Bauteile zu haben, wo eben nur die Elemente drin liegen. Das heißt, ich kann die jetzt beim Bearbeiten oder beim Auslesen ein- und ausschalten. Ich kann zum Beispiel die Wände alles einfach ein- und ausschalten oder den Fußbodenaufbau eben. Das ist jetzt einfach für mich eine Angewohnheit. Und so ein Fußbodenaufbau oder eben Fenster, eine Tür und eine Wand, die können jetzt wieder aus mehreren Materialien oder bei mir im Reiter, ich habe den jetzt immer Layout genannt, bisher eben unter Farben oder Linienstärken eben ja, dargestellt werden. Also ich habe mir das so angewöhnt, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber darüber habt ihr eben die Möglichkeit, viele Sachen einzeln voneinander zu steuern. Und wenn ihr euch einmal so eine Vorgabedatei anlegt, wie ich das jetzt schon mal gemacht habe, dann könnt ihr die einfach immer wieder nehmen und ihr habt gleich eine passende Tür und ein passendes Fenster zu euren Einstellungen eben. Ja. Jetzt gehe nochmal auf die Attribute. Ich kann jetzt hier ähnlich wie bei der einfachen Tür wieder sagen, das Türblatt soll jetzt in der Klasse 05 Materialien Türholz sein. Ich wähle jetzt überall wieder aus Klassenfarbe. Das mache ich jetzt beispielhaft nur einmal für das Türblatt und nicht für alles, weil das sonst zu lange dauert. So, klicke ich auf OK. Ihr seht, es wird jetzt in 2D, wird direkt schon die Farbe übernommen. 3D auch. So. Das kann ich natürlich jetzt für die ganzen einzelnen Möglichkeiten eben machen. Genau. Also in der Regel habe ich zum, nenne ich diese, nenne ich die Materialien auch nicht Türholz oder einfach nur Holz, sondern ich habe dann unter, ich habe quasi unter den Baustoffen eigene Reiter. Also ich habe einen Reiter Materialien Naturstein und darunter ist dann Granit oder Sandstein etc. hinterlegt. Dann habe ich einen Reiter mit Materialien Holz und da gibt es dann Ahorn, Fichte, Tanne und so weiter, wo die einzelnen Elemente schon hinterlegt sind. Und je nachdem, aus welchen Materialien dann die Tür ist, wähle ich dann nicht mehr zwischen Holz und Türholz aus, sondern ich weise dann direkt schon den Baustoff, also den Rohstoff auch zu. Deswegen nochmal vielleicht kleiner Appell an die Frage von der Michelle. Ja. Oder von Michelle D. Michelle. Ja. Okay. Ich schaue noch mal kurz unter Bearbeiten. Die anderen Einstellungen, also Beschriftung oder Schnitt 2D, das ist eher uninteressant jetzt für den Anfang. Ich hoffe, damit ist jetzt die Tür und die einfache Tür schon mal größtenteils erklärt. Was ich euch noch kurz zeigen möchte, ist, wenn ihr eine Türrahmenfüllung noch machen wollt. Und zwar könnt ihr das machen, wenn ihr nicht eine Zargentür auswählt, sondern eben eine Rahmentür. Sieht jetzt grafisch erstmal ein bisschen durcheinander aus. Vielleicht zeige ich es euch vielleicht einmal in einer Tür, wo ich das schon vordefiniert habe. Also dieses hier ist eine Rahmentür. Gerne mal auf Bearbeiten. Ihr könnt das auch gerne, wenn ihr die Datei bekommt, einfach mal durchschauen. Klicken wir mal auf Bearbeiten. Genau. So. Ihr seht, das ist eine Rahmentür und unter dem Anschlag. Nee, Entschuldigung, unter der Tür selber. 2D, genau. Wähle ich jetzt hier nämlich den Rahmen aus und ihr seht, dass der linke Rahmen, der hat hier eine Stärke von 0,6, auf dieser Seite nur 0,08, also 8 cm und 60 cm für die Rahmenstärke. Das hat zur Folge, dass dieses hier
eben diese 8 cm sind und dieses hier 60 cm. Und jetzt kann ich nämlich eben unter dem Befehl Rahmenfüllung, seht hier schon was ausgewählt, hier ist nämlich ein Glas mit eingesetzt, kann ich hier überall noch Glaselemente einfügen oder eine Rahmenfüllung einfügen. So, wenn ich das hier jetzt wenn ich hier auf das Plus klicke, dann wird das angezeigt und ich kann jetzt hier nochmal die Parameter ändern. Wichtig dabei ist zu wissen, dass die gesamte Summe der beiden Rahmen hier, also die 8 und die 8, die sind natürlich jetzt 16 zusammen plus dann das. Und vorher hatten wir schon definiert, dass der gesamte Rahmen auf der Seite nur 8 cm ist. Das heißt, es wird eine Fehlermeldung kommen. Ich klicke jetzt als Beispiel, wähle ich mal auf beiden Seiten nur 1 cm. Klicke ich auf OK und ihr seht, jetzt wird hier so eine ganz schmale Rahmenfüllung eben erzeugt. Sieht natürlich nicht so gut aus. Das heißt, ihr müsst euch immer bewusst sein, wenn ihr so eine Rahmenfüllung macht, dann müsst ihr vorher über den Anschlag in 2D, schon wieder falsche Reiter, über den Tür in 2D eben den Rahmen vorher eine passende Dicke geben. Also genau. So, das zum Thema Türen. Ich hoffe, dazu konnte ich euch jetzt ein bisschen mehr Überblick verschaffen. Jetzt kommen wir zum Thema Fenster. Fenster findet ihr ebenfalls hier in dem Bereich über der Tür. Hier gibt es auch wieder einfaches Fenster und das komplette Fenster. Beim einfachen Fenster, wenn ich das irgendwo reinsetze, ich wähle mal kurz die Klasse Fenster aus, Bauteil Fenster, setze ich mir hier vorne rein. So. Wenn ich das Fenster auswähle, kann ich hier wieder auch die Breite, Höhe und diesmal auch eine Brüstungshöhe angeben. Flügeleinteilung, Fensterladen, Fensterbank. Dazu klicke ich jetzt einmal in 3D. In 3D, Fensterladen, ein und aus, seht ihr schon, was passiert. Fensterbank ebenfalls. Also je nachdem, ob ihr es an- und ausschaltet, werden eben in 3D die Sachen angezeigt. Was ich jetzt hier noch einstellen kann, sind mehrere Flügel. Aber ich kann viel mehr auch nicht unbedingt einstellen. Also unter Bearbeiten kann ich jetzt nochmal einstellen, ob es nur eine Wandöffnung ist, ein Eckfenster sogar noch. Klicke ich auf OK, dann erkennt er in der Regel auch direkt die Ecke. Ich mache mal die Fensterladen weg, Fensterläden weg. So, genau. Bearbeiten, genau. Also ich, wie gesagt, es gibt ja die Grundwerte, Höhe, Breite, Brüstungshöhe. Brüstungshöhe meint, ab wann das Fenster anfängt, das ist in dem Fall jetzt 0,875 Meter ab Oberkante der ebenen Basishöhe, also meiner Konstruktionsebene, und dann die Einteilung. So. Das reicht aber oft nicht aus, um zum Beispiel Fenster darzustellen, die auch so aussehen sollen, also wo zum Beispiel ein Fenster geöffnet werden soll. Dafür gibt es dann wieder das komplette Fenster. Ganz kurz noch zu dem einfachen Fenster. Im Prinzip habt ihr hier, wie bei der einfachen Tür, auch wieder die Möglichkeit, die Attribute in 2D und 3D dann einzeln zu steuern, über also die einzelnen Bauteile, so Rahmen, Bank innen, Bank außen, Attribute, jetzt dann auch wieder Glas, Bank innen, Bank außen, Sonnenschutz, ist jetzt in dem Fall eben der Fensterladen, die kann ich jetzt alle wieder einzeln über verschiedene Klassen Materialien eben definieren. Das mache ich jetzt nicht, weil das sonst den Zeitrahmen sprengt. Seht aber, das ist fast genauso aufgebaut wie die einfache Tür. Wenn ich mir dann jetzt das komplette Fenster anschaue, was viel spannender ist, ich setze das mal einfach hier vorne rein in die Wand. So, seht, das wird gleich auch schon ein bisschen anders dargestellt. Ist viel komplexer. So, dann wähle ich das Fenster einmal an. Jetzt kann ich hier sogar wählen, ob es auch für eine Pfostenriegelfassade geeignet sein soll. Die Form kann ich ähnlich wie bei der Tür auch wieder wählen zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Hier gibt es noch schräg links, schräg rechts oder spitz oder rund. Ich kann hier direkt auch schon Oberlicht
oder ein Unterlicht einstellen. Dazu mache ich das ganze Fenster mal wieder eckig. Also eckig oder schräg links. Spitz. Keines. Und ich kann auch ein Unterlicht einstellen. Also Unterlicht meint immer das, oder Oberlicht meint das zu den Öffnungs- oder zu den allgemeinen Öffnungsrahmen, darunter oder darüber eben noch eine Festverglasung kommt. So, ich mache jetzt bei Unterlicht mal auch wieder keines. Und wenn ich unter Bearbeiten gehe, unter Bearbeiten, dann gibt es jetzt wieder die weiteren Einstellungen und die Basiseinstellungen, also genauso wie bei der kompletten Tür. Hier kann ich jetzt verschiedene Sachen wieder einstellen. Also ganz normal wieder die Höhen. Hier kann ich auch wieder wählen, was meine Referenzpunkte sind. Also Breite außen, Breite innen, Höhe außen, Höhe innen, Brüstungshöhe oder Sturzhöhe bezogen auf ebenfalls eben eine Basishöhe. Ich kann auch meine Brüstungshöhe wieder einstellen und die Beschriftung dafür. Also ich kann zum Beispiel einstellen, dass die Brüstungshöhe ab dieser Höhe anfangen soll und die Beschriftung aber mit einem manuellen Zuschlag, zum Beispiel von minus 0,2 sein soll. Also rechnet dann immer auf die Beschriftung noch diese Höhe dazu. Das rechne ich jetzt einmal wieder raus, gebe da die 0 an, klicke auf OK. So, also da kann man wieder relativ viel einstellen. Hier gibt es natürlich auch wieder ganz viele Vorgaben. In der Vectorworks-Bibliothek von Eckfenster, Rechteckfenster. Also ihr könnt euch hier gerne einfach mal durchklicken, falls da schon irgendwas dabei ist, was später euren Entwürfen entspricht oder euren Ideen. Die kann man natürlich auch alle bearbeiten. Also wenn da irgendwas nicht ganz passen sollte. Genau. So, jetzt kommen wir zu dem spannenderen Thema, und zwar sind das jetzt die weiteren Einstellungen. Also wie stelle ich mir jetzt so ein Fenster passend ein? Das Erste, was ich immer mache, ist der Anschlag. Dazu gehe ich einmal in den Grundriss. Der Anschlag meint, wie sitzt das Fenster allgemein in der Wand drin. Ich messe jetzt einmal kurz nach, wie weit die Fassade vor der tragenden Wand ist. Das sind momentan 20 cm. Das heißt, mein Fenster muss, je nachdem, wie es was es für ein Typ ist, auf jeden Fall mit diesem Wert arbeiten. Also es gibt ja welche, die sind in der Leibung, es gibt Fenster, die werden vor die Leibung gepackt. Deswegen messe ich vorher immer einmal diesen Wert. Jetzt kann ich unter Bearbeiten eben genau das einstellen. Und zwar kann ich unter Anschlag, seht schon, dass es jetzt hier wieder ein neues Fenster geben wird, wieder mit 2D- und 3D-Einstellungen. Das heißt, ihr seht, für alle möglichen Einstellungen gibt es immer 2D und 3D. Es gibt immer Einstellungen 2D und 3D. Als nächstes kann ich sagen, was für ein Typ das Ganze sein soll. Also zum Beispiel ein außen angeschlagenes Fenster oder in Leibung, innen angeschlagen. Oder Sonderformen, wie zum Beispiel mit schrägen Innen, schrägen Außen und so weiter. Ich nehme jetzt mal die Leibung und nehme da dieses hier. Das passt schon ganz gut. Ich kann jetzt sogar noch mal sagen, ob es innen und außen verputzt werden soll oder hinterlüftete Schale, innen, außen. Da könnt ihr dann wieder die einzelnen Elemente angeben. Da kann es sein, dass er auch lieber, wenn ihr zum Beispiel hier noch eine Putzschicht in der Wand davor habt, dass er das erkennt. Ich arbeite damit immer nicht. Ich gebe jetzt hier immer den Wert ein. Ich hatte eben schon mal gemessen 0,2. Das heißt, wenn ich hier 0,2 eingebe, dann packt er nachher diese Kante genau an die. Ich klicke mal auf OK, um das zu demonstrieren. So. Dann steht hier natürlich eine Wärmebrücke, klar. Das verhindern kann ich auch wieder sagen, okay, das Fenster soll im Anschlag, soll es nämlich die 0,2, sondern vielleicht 0,14 sein. Okay, ich klicke jetzt nochmal auf OK. Und jetzt sitzt das Fenster in der Dämmung drin, entsteht quasi keine Kältebrücke. So, auf Bearbeiten, unter Anschlag
Das Ganze kann ich natürlich dann auch nochmal in 3D, wie immer es angezeigt. Und je nachdem, was ich für einen Anschlag in 2D auswähle, gibt es dann hier verschiedene Möglichkeiten für das 3D. Okay, also das ist der Anschlag. Das spannendere Teil ist aber, sind die Rahmen. Und zwar, sobald ich auf den Rahmen klicke, öffnet sich wieder ein Fenster. Und ich kann jetzt hier sagen, wie viele Flügel gibt es denn überhaupt? Ich kann erstmal sagen, wie das Ganze angezeigt werden soll, wie der schematisch, vereinfacht, Standard oder detailliert. Ich arbeite da immer mit dem Detaillierten. Dann kann ich wählen, wie viele Flügel das Ganze haben soll. 3 oder 4 oder unendlich viele quasi. Die haben aber immer dieselbe Breite. Also dieses hier ist dann immer genau die Hälfte von dem. Also die Teilung ist genau in der Mitte. Wenn ihr das nicht möchtet, dann könnt ihr unter Spezial gehen und sagen, okay, mein erstes Fenster, auf Bearbeiten, soll 1 sein und das soll immer genau 1 Meter groß sein. Und dann gibt es ein neues 1 oder zum Beispiel 2 und das Maß soll sich über die Restlänge durch die Anzahl teilen. Das bedeutet, dass wenn mein Fenster später 2 Meter breit ist, dass er von den 2 Metern dieses erste hier abbrechen, dann bleibt 1 übrig und das teilt er dann eben durch 2. So, seht schon, das sieht jetzt hier ziemlich verrückt aus, weil mein Fenster im Allgemeinen, glaube ich, nur 1,40 Meter breit ist. Ihr seht jetzt schon ein bisschen verrückt aus. Sobald ich mein Fenster die Breite auf 2 Meter einstelle, sieht das schon alles wieder anders aus. Schaue ich, unter den Rahmen, unter der Darstellung sieht das Ganze jetzt schon angenehmer aus. So, als nächstes kann ich dem Fenster sagen, ob das mit Dreh-Kipp-Fenstern sein soll oder ob es Schiebefenster sein sollen, über 2 oder 3 Gleise. Ich lasse es jetzt mal bei dem Dreh-Kipp. Ich schaue jetzt mal, ob er hier noch mein Spezial, hat er noch gewählt. So, jetzt sehe ich, dass meine Fenster hier die 3 angezeigt werden. Das sind die 3 aus dem Spezial, also mein 1, 2 und 3. Und ich möchte jetzt, dass mein zweites Fenster fest verglast ist. Und mein erstes Fenster soll einen Aufschlag bekommen und mein drittes Fenster. Das heißt, ich kann mit Doppelklick einfach auf das jeweilige Fenster gehen, kann jetzt hier sagen, es soll öffnbar sein in rechts und oben. Und mein Aufschlag soll angezeigt werden. Ich kann jetzt hier auch nochmal schauen, links und oben. Nee, das passt nicht. Ich möchte rechts und oben. Ich kann hier auch den Öffnungswinkel in 2D wieder eingeben, zum Beispiel 45 Grad. So, rechts, rechts und oben. Genau. Okay. Mein zweites Fenster soll jetzt fest verglast sein. Ihr seht schon, es wechselt automatisch in die Ebene von dem Rahmen. Und mein drittes Fenster soll links und oben sein und der Aufschlag soll auch angezeigt werden. Okay. Mein Fenster ist in 2D jetzt schon mal so definiert, wie ich es haben wollte, mit 2 Flügeln und einer mittleren Festverglasung. Als nächstes stelle ich dann in 3D, kann ich einstellen, zum Beispiel beim rechts und oben. Also sobald ich auf 3D gehe, habe ich hier wieder meine Auswahl, wo ich auch wieder Werte für die Rahmen einstellen kann. Aber zum Beispiel dann bei den einzelnen Fenstern kann ich jetzt einstellen, ob das Fenster eine Griffart haben soll. Kann ich wählen zwischen Griff und Knauf. So, ich kann sagen, ob das links oder rechts sitzen soll und auf welcher Höhe. Hier würde ich empfehlen, immer die Mitte zu nehmen. Da habt ihr keine Probleme, falls diese Öffnungshöhe mal über oder die Höhe von einem Griff mal höher ist, als das Fenster überhaupt hoch ist. Ich klicke auf OK. Ich sehe, okay, den Griff an die richtige Höhe gemacht. Das gleiche mache ich jetzt hier auch einmal für Griff links. Sage ich mittig. Klicke ich auf OK. So. Schaue ich mir das Ganze einmal in 3D an, das Fenster. Vorher packe ich das hier so in die Ecke rein. So.
Ah, okay, er hat jetzt einen Knauf gemacht für beide. So, die beiden Fenster sind jetzt platziert. Und wenn ich die jetzt in 3D auch noch kippen möchte oder öffnen möchte, so wie ich es hier gemacht habe, kann ich das auch über Bearbeiten machen und sagen, über Rahmen, Griff, genau, einen Griff einstellen. Ich hatte ja hier jetzt eingestellt, öffnenbar für rechts und oben. Sage ich nur rechts, dann seht ihr schon, dass sich die Öffnungspfeile anpassen. Rechts und oben, so. Und bei offen steht hier jetzt nicht. Hier kann ich jetzt sagen rechts oder oben und ich kann den jeweiligen Winkel angeben, also 10 Grad nach oben. Gucke ich mir an, 3D, so. Und jetzt hat er das Fenster in 3D geöffnet. So, bearbeiten. Also damit, das könnt ihr alles über, also alles, was mit dem Rahmen zu tun hat, Größen, Dicken von Rahmen, das könnt ihr alles darüber definieren. So, der nächste Befehl ist die Form. Da gibt es dann wieder die Öffnung, genau wie hier bei den Einstellungen. Gibt es die Fenstertypen und eben die Ober- oder Unterlichter. Dann bei Brüstung, Sturz. Unter Brüstung und Sturz definiert ihr jetzt, ob außen und innen eine Bank oder eine Brüstung sein soll. Außen gibt es die Möglichkeit zwischen gar nichts, zwischen Brüstung und zwischen der Bank. Was meint das? Keine schaut so aus. Klicken wir auf OK. So. Dann habt ihr in 3D dieses hier. Also unter dem Fenster befindet sich nichts bis zum Fußbodenaufbau. Brüstung, Sturz. Außen Brüstung meint, dass man einfach eine Brüstung hat bis zur Öffnungshöhe. Und dann das Letzte ist klar, die Bank setzt dann nochmal eine Bank in 3D rein. Da könnt ihr auch wieder wählen zwischen bei der Bank könnt ihr in 3D dann wieder wählen, ob es eine Steinfensterbank sein soll oder eine Metallfensterbank. Da könnt ihr dann auch wieder Winkel und Dicken und sowas alles eingeben. Genau. Und innen könnt ihr dasselbe auch sagen, keine Brüstung und Bank. Und ihr könnt euch klar auch wieder anzeigen lassen, die Sturzlinien für innen und außen. Zudem könnt ihr euch über die Brüstung und Sturz auch einen Heizkörper mit einlesen lassen. Also unter Heizkörper gibt es da mal schematisch oder vereinfacht und detailliert. In 3D wird er einen dann auch schon direkt angezeigt. Da könnt ihr auch wieder ja, die verschiedenen Einstellungen wählen. Klicke auf OK. OK. Und jetzt ist der Heizkörper in 3D auch schon gezeichnet. So. Der nächste Reiter ist der Sonnenschutzreiter. Sonnenschutz gibt es wie immer auch 2D und 3D. Unter 2D kann man jetzt wählen zwischen Raffstoren. Es sieht dann in 3D so aus, dass man diese einzelnen Lamellen hat. Dann gibt es einen Rollladenkasten. Es sieht in 3D so aus. Dann gibt es einen Fensterladen links und einen Fensterladen rechts und Fensterladen beidseitig. Das heißt, hier könnt ihr schon viel definierter sagen, wie ihr das dargestellt haben möchtet. Hier könnt ihr natürlich dann auch wieder alle möglichen Werte einstellen für den Kasten und so weiter. Und ob der überhaupt in 2D angezeigt werden soll. Ich schalte das meistens immer ein. Jedenfalls, ich schalte das meistens aus, aber in 3D dann ein. Ihr könnt auch hier dann sogar den Winkel der Lamellen angeben, also zum Beispiel 10 Grad. So. Und dann werden die in 3D darüber gesetzt. Ihr seht jetzt, dass der Kasten, dass man den sieht, das ist natürlich, wenn man das nicht will, nicht so schön. Wie kann man das ändern? Indem man sich einmal das genau anschaut. Also ihr seht, der Kasten, der hat eine Stärke von 15 cm. Und hier habe ich noch 5 cm Platz nach hinten. Wenn ich das jetzt bearbeiten möchte, dass man den Kasten nicht sieht, dann schaue ich unter Sonnenschutz, schaue mir einmal an, okay, hier ist mein Fenster sitzt jetzt relativ weit vorne. Zwischen dem Fenster und dem Raffstore
Restaurantkasten ist kein Platz mehr. Das heißt, entweder muss ich mein Fenster weiter nach innen schieben oder ich muss den Restaurantkasten kleiner machen. Klicke ich auf OK. So. Jetzt sitzt er richtig drin, dass man ihn draußen nicht mehr sieht. So, das zu dem Thema. Geländer gibt es dann auch wieder. Geländer ist ein bisschen komplexer, das zu zeigen. Gerade wenn Lisa hat gefragt, wie das ist mit einem französischen Balkon, da gehe ich gleich nochmal detaillierter drauf ein. Geländer würde ich empfehlen, nachträglich in 3D zu modellieren, weil es einfacher ist. Man kann erstmal wählen zwischen schematisch und einer detaillierten Darstellung in 2D und in 3D wird es dann eher komplexer, weil man relativ viel angeben muss. Also ich habe damit tatsächlich auch noch gar nicht gearbeitet, weil mir das am Anfang, das war mir zu viel Information. Ich baue mir Geländer, weil ich meistens mit Glasscheiben arbeite, modelliere ich mir dann einfach einen 3D-Tiefenkörper da rein. Da gehe ich jetzt sonst auch nicht weiter darauf ein. Ihr könnt euch das gerne mal in Ruhe anschauen, aber man muss schon doch deutlich viel mehr einstellen. 3D sieht das Ganze dann ja so aus. Ich habe jetzt natürlich kein bodentiefes Fenster. Ne? Ich glaube, im Obergeschoss hatte ich hier auch bei dem Fenster schon mal ein Geländer mit reingesetzt. Das könnt ihr euch ja in Ruhe anschauen. Ja, so. Und da wir arbeiten, mache ich das Geländer jetzt mal weg. Ich möchte kein Geländer haben. Der nächste Befehl ist, soll das Fenster überhaupt ein Eckfenster sein? Also, wenn ihr ein Eckfenster haben möchtet, so wie ich hier, dann könnt ihr das ganz einfach definieren und sagen, unter Bearbeiten, Eckfenster. Und dort findet ihr dann wieder Einstellungsmöglichkeiten, wie die Ecke ausgebildet werden soll. Also soll das Glas aufeinander stoßen, sollen die Rahmen mit so einem kleinen Umschwung, mit so einer Überlappung gekennzeichnet sein. Oder soll dazu noch ein Pfosten mitgezeichnet werden. Das könnt ihr hierüber einstellen, definieren. Ich klicke mal jetzt den letzten an, klicke auf OK. Seht schon, das Fenster bearbeitet sich, verändert sich ein bisschen. Und hier wird jetzt der Pfosten auch gezeichnet. Der ist jetzt natürlich von den Maßen her noch nicht passend gesetzt. Und er wird auch nur für diese Ecke gezeichnet. Für dieses Eckfenster muss ich das Ganze dann auch nochmal so definieren. Ich arbeite da aber meistens im Eckfenster einfach mit dem Rahmen. So. Dieses Fenster ist auch wie eben schon mal gesagt, unter den Rahmen ein Spezialfenster. Also ich habe hier unter Spezial gesagt, okay, es gibt ein Fenster, was 1 Meter breit sein soll und die anderen beiden sollen eben die Restlänge durch 2 sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Breite zum Beispiel auf 4 Meter ändere, dann bleibt die Tür gleich groß und die beiden ändern sich aber von der Größe. So. Was kann ich euch noch über die Fenster sagen? Ähnlich wie bei den Türen gibt es dann hier auch wieder den Befehl Attribute. Attribute gibt es wieder 2D, 3D, Ansicht 2D und Vertikalschnitt 2D. Hier könnt ihr wie bei den Türen wieder die ganzen Einstellungen definieren für die grafische Anzeige also die 2D-Anzeige für alle einzelnen Bauteile und die 3D-Anzeige. Sieht jetzt erstmal unglaublich viel aus, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man in der Vorgabedatei sich einmal am Anfang hinsetzt und das einmal definiert, verschiedene Klassen zuweist, dann hat man für Studium und auch für später im Büro eigentlich eine super Arbeitsgrundlage, ohne dass man jedes Mal, wenn man jetzt neu startet, diese ganzen grafischen Attribute zuweisen muss. Klar kann man auch einfach sagen, okay, mein Rahmen soll jetzt braun sein und mein Glas soll jetzt blau sein. Das kann man alles auch so manuell einstellen. Klicken wir auf OK. So, dann übernimmt er das. Aber es hat natürlich den Nachteil, dass wenn man davon mehrere Fenster hat, also nehmen wir mal jetzt mehrere Fenster hier und ihr möchtet später
ein Attribut ändern. Dann müsst ihr alle Fenster auswählen und, oder für jedes Fenster dann einzeln diese Attributeneinstellung ändert, also die grafische Anzeige. Deshalb habe ich die Erfahrung gemacht, sowohl mit im Studium als auch jetzt im Büroalltag, dass es viel einfacher ist, eben das Ganze über einzelne Klassen zu machen und nicht in der Tür selber oder in dem Fenster selber. Genau. Also ich denke, das ist jetzt nicht sinnvoll, wenn ich euch zeige, wie man jetzt die ganzen Klassen alle ordentlich einstellt. Also ich denke, das ist jetzt eher sinnvoll, die letzten 25 Minuten dazu zu nutzen, dass ihr mir Fragen stellt. Die erste Frage von der Luise, da gehe ich jetzt auch einmal drauf ein, wie man einen französischen Balkon baut mit bodentiefen Fenstern. Da würde ich empfehlen, ich habe hier schon das Fenster, so, da habe ich als Brüstungshöhe 0 ausgewählt. Und als nächstes schalte ich mal meinen Fußbodenaufbau mit ein. Ihr seht jetzt fürs Rendering, das ist ein bisschen unschön, weil der Fußbodenaufbau jetzt hier nicht reingeht. Ich kann jetzt im Fußbodenaufbau, ich gehe mal in den Grundriss, kann ich, ich glaube, das ist sogar nur ein einfaches Fenster. Ich gehe mal auf Bearbeiten. Ja, das ist nur ein einfaches Fenster. Ich nehme mal gerade ein Fenster, was im Obergeschoss hatte ich, am Fenster, die so. Genau, dieses Fenster hier. So. Da mache ich mal ganz kurz das Geländer weg. Kein Geländer. Kein Geländer und Form mache ich auch einmal eckig. So, okay. Jetzt stelle ich meine Brüstungshöhe auf 0. Ich lade mir mal Fußbodenaufbau rein. Den habe ich jetzt im Obergeschoss noch nicht gezeichnet. Das heißt, ich muss mir einmal kurz noch reinzeichnen. Boden und Decken können wir auch gerne nochmal ein Webinar drüber machen. So. Genau. Und jetzt, wie zeichnet man da jetzt den französischen Balkon? Man will ja wahrscheinlich keine Fensterbank haben, sondern man möchte, dass der Fußbodenaufbau direkt bis zum Fenster geht. Wie mache ich das am sinnvollsten? Ich wähle das Fenster an und sage, ich gehe auf Bearbeiten. Und sage im Brüstungssturz, dass innen keins sein sollen. Klicke ich auf OK. Ihr seht schon, jetzt hat er mir da schon mal die Lücke passend gemacht. Also jetzt kann ich mit meinem Fußbodenaufbau, gehe ich in den Grundriss, so, und kann mir einfach ein Rechteck in dieses fehlende in die fehlende Lücke reinzeichnen. Ihr seht, das ist dieses Rechteck. Und jetzt wähle ich das Rechteck und den Fußbodenaufbau aus und sage Steuerung K. Und jetzt hat er diese Fläche automatisch zum Bodenaufbau mit hinzugepackt. Jetzt habe ich schon mal mein Fenster, was bodentief ist. So, der französische Balkon. Ist natürlich jetzt die Frage, wie dick der ist. Da würde ich wahrscheinlich einfach sagen, bearbeiten unter Brüstungssturz. Außen habe ich die Bank, die bleibt so. Und die Bank, die hat jetzt hier eine Z-Höhe von vielleicht 0,01, also 1 Millimeter. Okay, so jetzt ist das Ganze schon mal fast annähernd gerade. Und jetzt kann man überlegen, ob man eben sich einen Rahmen davor setzt, also ein Geländer davor setzt, von Vectorworks, also unter Geländer, 2D, ich probiere es mal aus, schematisch, 3D, ich kann auch mal gucken, ob es vielleicht schon ein Set gibt, also vielleicht schon eine Vordefinition. Die werden mir auch nicht angezeigt, also nicht. Da würde ich wahrscheinlich dann doch eher dazu tendieren, das einfach selber zu bauen. Also klicke auf OK und gehe dann in 3D, zeichne mir eine Fläche hier rein. So.
Oh, hat er nicht gemacht? Warum hat er es nicht gemacht? Weiß ich nicht. Zeichne mir das hier rein. So, gebe der eine Stärke von 0,01 für 1 cm. So, und dann sage ich, dass die dann vielleicht 1,49 nur breit sein soll. Und extrudiere das mit einer Höhe von 1 Meter. Jetzt habe ich hier eine Scheibe drin, die muss ich jetzt natürlich noch ein bisschen anpassen. Vielleicht 0,1. Und dann ist die vielleicht auch nur 0,8 hoch. Und die liegt jetzt in der Klasse Materialien Glas. So, und schon habe ich quasi meinen französischen oder ja ein Fenster mit eben dem. Wenn ich jetzt möchte, dass das noch weiter rausragt, der Stein, dann kann ich auch einfach unter Bearbeiten gehen und sagen, dass mein unter Brüstungssturz ist meine Bank in 2D nicht nur 5 cm, sondern vielleicht 0,3 cm weit rausgucken soll und hier 0,1. Ich auf OK, ihr seht, das passt sich automatisch an. Wenn man jetzt noch möchte, dass das Ganze auch noch ein bisschen dicker ist, oder ja, dann könnt ihr unter Rahmen, nicht unter Rahmen, sondern unter Rüstungssturz in 3D dann auch hier nochmal die Dicke angeben und sagen zum Beispiel 0,2. So. Genau, wenn man jetzt noch möchte, dass das hier auch noch passend angezeigt wird, dann gehe ich wieder in 3D. Und sage, dass dieses hier 0, muss ich mal kurz schauen, wie dick meine, ich gehe 30 cm raus. Das heißt, das ist dann auch 0,3. So. Jetzt könnte ich zum Beispiel, mein Glaselement, ich gehe mal mit einem Doppelklick rein. Wenn ihr zum Beispiel so eine schräge Zeichnung habt und nicht wisst, wie ihr damit gerade zeichnen könnt, dann ist es manchmal einfacher, indem man hier oben diesen Befehl Plan rotieren Button auswählt und dann mit dem ersten Punkt eine Ecke definiert, mit dem zweiten Punkt in die zweite Ecke und dann werdet ihr automatisch grafisch dann ändert sich quasi die Perspektive, die Ansicht. So, ich verschiebe das jetzt mal nach hier und gehe mal 0,1 Zentimeter nach 0,01, also 1 Zentimeter nach oben. Drehe ich mir das Ganze. Verschiebe mir das an die Kante. Von da auch 0,1. So. Jetzt packe ich mir das Ganze auch auf die Seite. Jetzt mache ich mir den auch so weiter hin und mache mir den vielleicht noch einen Tacken kleiner, dass da eine kleine Lücke entsteht. So, schon habt ihr einen französischen Balkon. Ich hoffe, ich konnte damit deine Frage beantworten. So, dann fragt der Joshua, ob es eine Auflistung der eingesetzten Fenster und Türen gibt. Und zwar gibt es, dazu wechsle ich mal auf die Layout-Ebene. Ich bleibe doch in der Geschossebene, im Erdgeschoss. Und zwar gibt es unter Extras gibt es den Befehl Tabelle anlegen. Und dort könnt ihr auswählen zwischen eigener Objektliste oder aus Vorgabe. Aus Vorgabe, da findet ihr sowohl eine Raumliste als auch eine, also hier gibt es zum Beispiel Raumlisten, dort gibt es auch unter Arch, wo sind sie? Trägerliste, Treppenliste, Türliste und Fensterliste gibt es, müsste es auch geben, ich weiß nicht, ob ich es, Fensterliste, genau. Die gibt es einmal immer als detaillierte und als vereinfachte Version. Ich nehme jetzt die vereinfachte, Doppelklick. Jetzt wird die, öffnet sich hier eine Vectorworks-Tabelle, die schließe ich jetzt einmal, die wird nämlich auch automatisch im Zubehörmanager gespeichert. Ich gehe mal unter, ich will mir jetzt nicht, dass die Wandstile angezeigt werden, sondern eben die Tabellen. So, und ihr seht, hier ist jetzt die Türliste vereinfacht. Ich klicke einen Doppelklick drauf und kann mir die jetzt eben auf die Zeichnung legen. Und in der Tabelle sehe ich jetzt, okay, das ist meine Tür. Die erste, die liegt auf der Ebene Erdgeschoss. Die hat eine Türbreite von 1,01 Meter, eine Türhöhe von 2,3. Die Wanddicke ist 44
Und der Wandtyp ist eben 44 cm Außenwand, Bauweise ist eine Zarge und Öffnung ist Linksband innen. Das heißt, ihr könnt diese Liste, könnt ihr einfach eurem Türbauer geben und dann weiß er eigentlich schon, wie die Tür gebaut werden muss. Das ist vor allen Dingen gerade, wenn man größere Projekte hat, wo tausende Türen verbaut sind, die dann vielleicht auch einen Brandschutz haben müssen. Dafür gibt es dann die unter Extras die zweite Tabelle, und zwar dann die aus Vorgabe, die Türliste detailliert. So, lade ich auch rein. So, die lege ich mir jetzt auch einmal auf die auf die Zeichnung. Die könnt ihr euch dann später bestmöglichst auf eine Layout-Ebene legen. Genau. Und hier habe ich jetzt dieselben Auflistungen, nur dass hier jetzt noch viel mehr Informationen dabei sind, zum Beispiel die Feuerwiderstandsklasse, dann noch die Materialien für die Rahmen oder die Zarge, dann Dicke vom Türblatt, dann Schwelle, Farbe, U-Wert, G-Wert und so weiter. Das sind natürlich jetzt alles Informationen, die man vielleicht jetzt im Studium nicht unbedingt alles mit angeben muss. Man kann es aber. Und dasselbe gibt es natürlich auch für die Fenster. So. Die nächste Frage ist auch von Joshua. Kann ich eigene Fenstertüren erstellen, beispielsweise mit einem sternförmigen Fenster? Sternförmiges Fenster gibt es von den Vectorworks-Bauteilen her leider nicht. Was du aber machen kannst, ist dir das als 2D-3D-Symbol selbst bauen. Fürs 2D-3D-Symbol wird es sicherlich noch ein Webinar geben. Ich könnte es aber jetzt zumindest einmal kurz zeigen, wie du zum Beispiel eine sternförmige Öffnung in eine 3D-Wand bekommst. Und zwar wähle ich dazu mal die Klasse Keine aus und zeichne mir einen Stern. So, der ist jetzt nicht schön, aber selten. So, das ist mein Stern. Den möchte ich jetzt als Fensterform haben. Ich mache den mal noch ein bisschen kleiner. Mit Skalieren. Skalieren 0,5, die Hälfte nur groß. So, das soll später mein Fenster werden. Dann kann ich mich jetzt Folgendes machen. Ich zeichne mir einmal im Grundriss, zeichne ich mir die Breite des Fensters einmal ab. Jetzt weiß ich, dass die Wand 0,44 dick ist, also meine Außenwand 44 cm. So, und jetzt sage ich ändern, also ich wähle erstmal das Rechteck aus und sage Symbol anlegen und sage jetzt, das Symbol soll Sternenfenster heißen. So, klicke ich auf Okay. So, und dieses Symbol setze ich jetzt hier rein in die Wand. Das ist jetzt einfach nur 2D. So. Das hier soll jetzt später mein Fenster werden. Ich kopiere mir mal einmal gerade das Ganze und mache Umschalt P, also mit dem Befehl Kontur erzeugen, mache ich mir einen Abstand mit 0,06. So. Jetzt lösche ich die beiden Flächen voneinander. Das hier ist jetzt mein Rahmen. Den lege ich jetzt als Tiefenkörper an mit einer Stärke von 0,06. Und das ist meine Glasscheibe mit 0,02. So, in 3D schaut das jetzt so aus. Ich packe das mal gerade in die Klasse Materialien Glas. Und das hier packe ich in die Klasse Materialien Holz. So, dem weise ich mal gerade noch eine Höhe von 0,02 zu, damit das Glas mittig im Holz drin liegt. So, jetzt nehme ich die beiden Objekte und drücke STRG X. Jetzt gehe ich in das 2D-Symbol rein, drücke STRG V
Jetzt wird das automatisch hier schon draufgelegt. Ja. Und jetzt gehe ich auf Symbol verlassen. Jetzt fragt es mich, ob es aus dem 2D-Symbol ein 3D-Symbol machen will. Wie gesagt, das nur als kurze Info. 2D wird jetzt mir nämlich das nur noch dargestellt und in 3D habe ich jetzt hier meine Öffnung liegen. Was ich jetzt machen kann, ist in 3D die beiden Elemente zu nehmen und zu drehen. So. Sieht es in 3D schon so aus? Jetzt muss ich mal gucken, ob die noch übereinander liegen. Das passt. Wenn ich jetzt das Symbol verlasse und in der 3D-Wand gucke, dann sieht das Ganze so aus. Bisschen verrückt. Ich kann dem Ganzen nämlich jetzt auch eine Höhe zuweisen, ähnlich wie beim Fenster. Wenn ich jetzt aber möchte, dass die Wand sich jetzt auch daran anpasst, dann kann ich jetzt noch Folgendes tun. Ich habe ja hier noch meine Fläche von eben. Die definiere ich jetzt auch mit einer Stärke von 0,5. So. Also, dass ich einen Tiefenkörper habe mit 0,5. Jetzt schneide ich das aus und sage jetzt bei dem Fenster nicht 2D-Darstellung oder 3D-Darstellung, sondern die 3D-Wandöffnung bearbeiten. Jetzt füge ich das Objekt ein, lege das wieder an die Position. So, jetzt muss ich mir das Ganze noch passend drehen. Ich muss mal kurz gucken, ob ich... So, ich muss es mir so drehen. Ich hole mir mal vielleicht gerade, es ist einfacher, 3D-Darstellung. Wo ist sie? Symbole. Symbole. So, mein Sternfenster. Gehe ich mal auf die Zeichnung. So. Jetzt sage ich 3D-Wandöffnung bearbeiten. Weil ich muss mir die jetzt auch passend drehen. Steuerung rechts. Ihr seht, dass mir hier das schon passend angezeigt wird, wo mein Rahmen von eben ist. Und jetzt lege ich das einfach hier dran. Muss ich nur noch mal schauen, eben, dass das ungefähr passt. So. Und jetzt sehe ich gleich, ob es in 3D auch funktioniert hat. Ja, es hat funktioniert. Die Wand passt sich jetzt an meine Optik an. Also ich habe einmal die 3D-Darstellung, wo einfach das ist, was ich so modelliere, 3D. Dann habe ich die 3D-Wandöffnung. Das ist quasi der Teil, der in der Wand nicht mit dargestellt wird. Ich zeige euch das mal jetzt, wenn ich sage so, also der Teil soll offen sein in der Wand und jetzt das schließe, dann schaue ich auf die Wand drauf, weil die 3D-Wandöffnung jetzt nicht mehr durch die ganze Wand durchgeht, sondern nur bis zum Teil der Wand. Wenn ich das wieder ändern möchte, muss ich die 3D-Wandöffnung bearbeiten und sagen im Grundriss, dass eben die 3D-Wandöffnung komplett durch die Wand durchgehen soll. So. OpenGL als Darstellung und dann habt ihr ein Sternfenster. Das müsst ihr dann halt aber selber modellieren. Dann hatte der, ich hoffe, das war, damit konnte ich deine Frage beantworten. Dann hatte der Joshua ebenfalls gefragt, ob man beim Anschlag die Dämmung eingezogen werden. Genau, ja. Dazu wechsle ich auch mal wieder ins Obergeschoss. In 3D sehe ich ja jetzt, dass die Dämmung hier nicht rumgezogen wird. Das könnt ihr ändern, indem ihr sagt, unter Bearbeiten, unter Anschlag, soll es jetzt eben nicht Inleibung sein, sondern oder doch Inleibung. Und dann will ich beim Vorschau Wandaufbau, wähle ich jetzt den Wandaufbau 2 aus. Und jetzt sage ich, dass, nee, doch nicht. Entschuldigung, ich sage innen angeschlagen, genau. Und jetzt wähle ich zum Beispiel diese hier aus und sage, dass die äußerste Schale, die ist jetzt bei mir 0,2, die ist 0,24 dick, die äußerste Schale soll hier jetzt 0,04 cm überragen. Jetzt sollte er das theoretisch machen. Wahrscheinlich hat er es nicht gemacht. So, doch, er hat es gemacht. Und zwar hat er jetzt die Dämmung rübergezogen. Was er jetzt auch gemacht hat, ist den Fußbodenaufbau, das Fenster allgemein größer gemacht.
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, habe ich wahrscheinlich eben bei den Auswahlmöglichkeiten, hätte ich ein anderes wählen müssen, dass er eben das Fenster eben vergrößert, das Fenster nicht vergrößert, sondern die Dämmung reinzieht. Genau. Aber da könnt ihr euch vielleicht auch mal so durchklicken. Okay, die nächste Frage. Wie kann das Material im 3D im Bereich der Öffnung orientiert werden? Du meinst wahrscheinlich, wie diese Fläche hier bearbeitet werden kann, ne? Das wird über die Klasse definiert und man kann in der Klasse über, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich visualisiere zum Beispiel auch immer nicht mit Vectorworks, also ich visualisiere mit Cinema 4D oder mit Lumion und deshalb gebe ich eigentlich keine Materialdefinition, sondern ich gebe immer nur Farbinformationen für dieses Objekt. Ja, da kann ich gerne einmal nachfragen, ist das mit in der Mail, also in der Mail, wo ihr die Datei bekommt, schaut das mal gerade auf. Materialeinstellung in Leibung. So. Dann hatte Joscha noch gefragt, wie ich eine Glasfassade machen würde. Eine Glasfassade würde ich, kommt noch an, was es für eine ist, also wenn es eine Pfosten-Riegel-Fassade vom System her ist, würde ich über die Wand gerade gehen und dann eben nicht als Wandtypus die Wand auswählen, sondern die Pfosten-Riegel-Fassade. Da gibt es auch unter dem Bereich Wandstile, Fassaden gibt es verschiedene Möglichkeiten, sogar schon als vordefinierte. Da könnt ihr euch gerne schon mal reinklicken. Dazu kann es auch gerne ein Webinar geben, wenn da der Bedarf ist. Dann gibt es einfach als Rückmeldung an ComputerWorks weiter. Ja, also ich würde es wahrscheinlich dann über die Pfosten-Riegel-Fassade machen. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann wieder danke, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen wieder helfen, euch ein paar Tipps und Tricks zeigen. Wie gesagt, gibt einfach eine Rückmeldung, wo ihr noch Hilfe braucht, wo wir auch oder wo ich was vielleicht anders noch zeigen kann. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch und eine erfolgreiche Prüfungsphase.